Herzlich willkommen zur zweiten Folge KTE von Türen 2, 3.0. Unser Düngerfahrzeuge sind fertig, die werden wir gleich mal abfertigen. Beziehungsweise, wir werden was erledigen, Rest fertig machen. War den Rand. Das heißt, hier werden wir ein bisschen streuen, Dünger streuen. Machen wir selber. Dann fahren wir den Rand nochmal lang. Und da ist er noch nicht gedüngt worden. Ungünstig. Ja, heute ist schon Samstag. Ich wünsche allen einen schönen Samstag. Hauptsache, das stimmt auch. Der Kaffee ist fertig. Prost. Ja, hoffen wir, dass wir heute oder morgen mit der Erde beginnen können. Gut, hier noch nicht, aber ganz gut so, dass die Felder unterschiedlich reif werden. So können wir das alles hintereinander machen, ne? Also nicht hier auf einmal, ne? Ungünstig. Die müssen ja gepflügt werden. Hauptsächlich für gestern ja nicht. Aber es sollte kein Problem sein. So, wir müssen gerade fahren jetzt hier. Wir werden nachts wieder ein bisschen spulen. Dass wir über die Runden kommen. Den nächsten Tag zügig erleben werden. Entschuldigung. Und gleich nachher werden wir Unkopf bekämpfen, sobald wir hier fertig sind. Wir können die Tage immer stehen lassen. Beziehungsweise mit Outrider zurückfahren lassen zum Hof und später werden wir schon wieder einparken. So, der wäre fertig. Ein bisschen was noch bleibt, nicht so tragisch. Vor allen Dingen einklappen. Ah, hier ist einmal Schadensystem, deswegen will ich jetzt da lang fahren. Den Punkt kriegt er jetzt nicht gleich, also müssen wir da kurz eingreifen. Jetzt habe ich das Teil weggemacht. Links 0. Wenn er den Punkt nicht findet, dann muss er mal kurz löschen und neu starten. Ne? Sonst fährt er sich immer im Kreis, er will den einen Punkt noch unbedingt finden. Und das macht er halt nicht. So, hier muss schon einmal gedüngt werden, aber ich glaube nicht, dass wir noch einmal düngen werden. Es sei denn, es wird nochmal wachsen. Darum glaube ich persönlich nicht. Dann hätte sie auch in der Richtung fahren müssen, ne? Aber zur Straße. Ich muss dann bei dem Haus aufpassen mit dem Pfeil, dass ich auf dem Bildschirm bleibe. Sonst geht leider die Lenkung entsprechend zu leicht, also ohne Widerstand.
So, wir fahren jetzt beide zurück und naja, wir fahren sehr große Umwege. Aber das macht nichts. Wie gesagt, alle schmale Straßen, schmale Wege. Und da ist es besser, die fahren ein bisschen Umweg, als wenn sie sich unterwegs ständig über den Haufen fahren. Wir machen jetzt weiter mit Feld 60 und werden das bisschen Unkraut, da, was da vorhanden ist, punktuell recht viel entsprechend vernichten. Um den Ertrag nicht zu stark zu mindern, sondern optimal rauszuholen. Wenn wir den kleinen Blümchen finden, naja, das war ja mal schade für die Blumen, aber gut. Aber dann muss halt weg, ne? Die Wiesen kannst du gerne wachsen auf der Nachbarwiese hier. Streich nicht, aber da wächst nichts. So. Die erste bekämpft haben wir schon mal. Machen wir zweite. Hat auch ein kleines Gerät gereicht. Aber wenn es zu viel ist, kann man das prophylaktisch machen lassen, ne? Komplett alles. Aber so wird es mir doch ein bisschen zu teuer. Ist ja nicht notwendig, dass es teuer ist und egal, aber. Ist ja kein richtiges Geld, also von daher ist im Prinzip nicht ganz so tragisch. Ich wollte noch ein Lager kaufen, das heißt, wir müssen ein bisschen Geld sparen. Ein paar stehen gelassen. So. Oh jo. Da sind ein paar Blümchen noch. Meinte ich mit Autodrive oder mit Kursplay, wenn so eine Felder so ein bisschen ungünstig geformt sind, dass so eine Fahrzeuge dann mehr Probleme kriegen hier. Gar nicht, so ein halber Meter ungefähr. Wegen drei Pflanzen. Das sah auch über sich gerade mehr aus. Naja, da sind noch zu sehen. Wieder ist nicht so viel. Normalerweise lohnt sich fast gar nicht. Ne? Alles treffen wir jetzt auch nicht. Aber das meiste. Wir striegeln es leider so spät.
Ja, ein paar Blümchen sind noch da. Ist ja mal nachts, da können wir mal wieder Ruhe, schnell schlafen. Ja, ich muss angekommen, ja. Ich wird gleich blockieren, da ist fertig. Immer schön zu sehen, dass Autodrive auch funktioniert, was ich eingefahren habe. So, da vorne ist noch einer. Das muss aber sein, was hier noch klein ist. Nächstes Mal lasse ich auch voll Dings fahren mit na sag schon, Prophylaxe. Dann wächst da garantiert nichts. Also ein paar Blümchen. Aber das ist nicht viel. Lohnt sich die ganze Arbeit nicht. Da müssen aber Dings sein hier. Also das reicht. Junges Unkraut. da geht, da kommt bald wieder was. Ja, so sind keine Blumen zu sehen. Da muss ja im Prinzip ganz was Kleines sein, ne? Ja. Dann lassen wir stehen. Da lohnt sich die Arbeit nicht. So. Den fahren wir auch. Lassen wir auch zurückfahren oder fahren wir selber? Dann müssen wir laufen, ne? Ja, Quatsch. Hat so einen ganzen großen Garten nicht gebracht, aber wir haben es mal gemacht. So, jetzt kommen wir nicht mehr groß weiter. Wenn wir auf Lichterstand auf 15 ein bisschen vorankommen hier. Müssten wir bald Daumen drehen machen hier. Und Kaffee trinken, ja, Kaffee trinken. Los. Dutzend, ne? Wo alles trocken so seid. Zurzeit kommt man theoretisch ernten. Oh, der kam richtig an, haben Glück gehabt. Weil normalerweise hängen die irgendwo fest. Fährt er weiter. Wenn Lohnzahlung, dann muss er voll Aura sein. Also jemand, der nächste kommt hier. Null. Dann weiß ich auch nicht genau, wo das liegt. So, ja da. Ja, ist gut. Das kann man nicht mehr erkennen, wie er Schaden ist, ne? Ja, gut. Ich habe ja den. Ah, nee. Ich habe nach Fehlern gesucht und jetzt habe ich viel zu viel gelöscht. Ja. Mal wieder rüberholen.
heißt, nachher ganz kurz unterbrechen und dann den Mod mit überholen. Geht doch nicht. Kling, Löckchen, Klingeling, Ling. Probieren wir es also schön. Also eng muss doch gar nicht ranfahren normalerweise, ne? Irgendwie ist das immer so, ich bin eigentlich mal froh, wie ich überhaupt reinkomme. So, nächste Traktor holen. Gas geben. Brrrt. Sprinten und springen. Einklappen, ne? Dann muss ich noch ganz kurz nachher, nach der Pause kurz den Motorrad holen. So schlecht. Nicht sehen kann, wie kaputt ist. Bei der Ernte ist eine Katastrophe. Na, da wollen wir nicht abbiegen. Dann können wir dann sehen, ob der Drescher hinüber ist. Hm. Natürlich blöd, ne? Wenn der Schaden so groß ist, haben wir Ernteverluste. Ich meine, auch sind die heile, aber das weiß man nicht genau. Der Traktor ist heile und Anhänger kann man nicht erkennen. Oh, da ist ein Pfeiler. So, liebe Zuhörer, das soll es heute gewesen sein. Ich danke fürs Reinschauen. Dann seid mal Schüsse wegen Winkel, ciao, ciao. Vielleicht sieht man sich zur nächsten Folge wieder. Tschüss.